Okay. Dann kümmern wir uns als nächstes einmal um die Elfen oder was das war. Den Trupp lassen wir gleich. Wenn die Sonne auf den türkisen Marmor von Alt-Halaya scheint, fällt es schwer, keine Bewunderung für das zu hegen, was einst die größte hibernische Stadt auf Eo gewesen ist. Lediglich ihre Entstehungsgeschichte vermag den Enthusiasmus eines Entdeckers zu mindern. Wie die meisten hibernischen Städte ist auch sie auf den Schultern von Sklaven errichtet worden. Naja. So. Da vorne, das müssen sie sein. Sagt nicht, dass ihr falsch liegt. Aber vielleicht war jetzt nicht die beste Zeit, um Aufruhr unter euren Leuten zu riskieren. Denkt ihr nicht? Ich konnte nicht wissen, dass so etwas passieren würde. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wie dem auch sei, es spielt keine Rolle. Scheint, als seien eure Verbündeten eingetroffen. Ihr seid Tahar, oder? Silberhand ist höchst erfreut, euch zu treffen. Vorsicht, Tahar. Die Aura dieses Mannes ist überwältigend. Das ist es in der Tat. Aber das heißt nicht, dass er euch schaden möchte. Er? Er. Silberhand. Der Mann, mit dem ihr sprecht. In Ordnung. Jetzt wird's interessant. Habt ihr gerade... Euch eine Botschaft geschickt, ja. Er ist ein Traumflechter. Aber macht euch keine Sorgen. Das bedeutet nicht, dass er eure Gedanken lesen kann. Alles, was er tun kann, ist, sie euch zu transferieren. Und das auch nur dann, wenn ihr in seiner Nähe seid. Was zum Geier? Wer seid ihr? Nennt ihn einfach Silberhand. Die meisten Leute tun das. Er ist ein Freund der Elfen, wie man sagen könnte, insbesondere der Moor hier. Und er ist hier, weil sein Freund Varden Merelit ihm erzählt hat, dass sie in Schwierigkeiten stecken. Arlan Finrior, der erste Augur Latweins, ist verschwunden. Weggelaufen trifft es besser. Aber unterhalten wir uns im Außenposten. Folgt mir. Ich muss den Stator aktivieren. Hallo. Dein Schmarrn. Gut. Wo fangen wir an? Die Verderbnis hat wieder zugeschlagen. Härter als je zuvor. Was? Ich dachte, wir hätten sie gebannt. Habt ihr. Aber nur zeitweise. Nachdem ihr gegangen wart, kam die Verderbnis mit doppelter Wucht zurück. Wir haben bereits über ein Dutzend Jäger verloren. Dann, eines Nachts, ist Arlan Finrior verschwunden. Einfach so. Warum? Tja, er hat eine Nachricht hinterlassen, um die Verderbnis zu heilen. Aber das ist nicht der einzige Grund, weshalb er geflohen ist. Er hat es Warden noch nicht gesagt, aber er kann es spüren. Ah, verstehe. Dann seid ihr also hier, um Arlan zu finden, richtig? Und dafür braucht ihr unsere Hilfe. Ja, trotz Silberhand und seiner Magier scheint der Dschungel gefährlicher als erwartet zu sein. Es gibt die Verderbnis, die Spiritualmonstren und die Reinheit, wie sie sich selbst bezeichnen. Silberhand bevorzugt aufgeblasene Schafsköpfe. Und wie können wir euch behilflich sein? Indem ihr dasselbe tut, was ihr auch schon in Waldschatten getan habt. Die Ursache für die Verderbnis finden und ihr ein für alle Mal ein Ende setzen. Und natürlich Arlan ausfindig machen. Wenn uns das nicht gelingt, bleibt uns keine Wahl, als unsere Truppen, die euch momentan unterstützen, wieder zurückzubeordern. Mal ganz davon abgesehen, dass die Verderbnis sich weiter ausbreiten könnte, wenn wir ihr keinen Einhalt gebieten. Was, nachdem dieses Land gerade erst den Blutbrand überstanden hat, eine mehr als nur unglückliche Entwicklung wäre. Ja, geil. Wie es so schön vom Regen in die Traufe. Also, ab geht's. Was hat die Reinheit hier zu suchen? Ich weiß es nicht. Sie scheinen friedfertig zu sein, sofern das ein Wort ist, das man im Zusammenhang mit der Reinheit verwenden kann. Vielleicht werdet ihr es ja herausfinden. Ja, das werden wir noch sehen. Gut.
Wir werden den Dschungel nach Spuren von Arlan und der Ursache für die Verderbnis absuchen. Ihr bleibt hier und beschützt das Lager. Das werden wir tun. Habt Dank, Tahar. Wieder einmal wüssten wir nicht, was wir ohne euch tun sollten. Rührend, rührend. Es ist gut möglich, dass Silberhand euch von Zeit zu Zeit kontaktieren wird. Wir werden sehen. In Ordnung. Tiaras Segen. Okay, ist die Frage, wo wir bei ihm jetzt weitergehen. Der Trade ist eigentlich fertig. Irgendwo passiv. Wirklich. Ja, nehmen wir halt ein bisschen Lifestyle. Den werden wir brauchen. Der kriegt auf jeden Fall noch Leben. Und sie... Die Heilung ist fertig. Ein Schild hätte ich noch und das Selbstheal. Segnet Verbündete in der Nähe. Fact. Ich bin bereit. So, dann gehen wir zuerst zurück zum Teleportstein. Ah, da ist auch ein Teleportstein, aber der ist weiter weg. Gut. Also, dieser Mann kann in deinen Gedanken sprechen? Scheint so. Er ist ein Traumflechter, so wie Iana. Schaurig. Ach, klingt schlimmer, als es ist. Ah, das sind aber nicht meine Außenposten. Alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Ach, das ist jetzt eine passive Fähigkeit, Mann. Deswegen kann ich die Dinger nicht triggern, die sind von Haus aus aktiv. Coole Sache. So, dann geben wir mal ein bisschen Gas. Und das für ein komisches Monster. Oh. Noch ein Geistwesen. Vorsicht! Was braucht ihr? Gut, weiter geht's. Und wir müssen als nächstes einmal die ganzen Sidequests abschließen. Verdammt, das sind viele! Taha, Silberhand spürt eine Veränderung. Was passiert gerade? Abscheulichkeiten! Helft uns! Hey, da ein Anflug von Minini. Tiaras Atem. Das war knapp. Spiritualmonstren fühlen sich von Magie angezogen. Und sie kamen aus dem Süden. Vielleicht sollten wir da nach der Verderbnis suchen. Also die neue Rüstung und die leicht geänderten Skills von denen, die haben sie rentiert. Elendsregen. Hast du das gesehen? Der Nebel hat sie getötet. Könnte das...
der Ursprung der Verderbnis. Ja, das ist gut möglich. Er trägt dieselbe magische Signatur wie die Tümpel in Waldschatten. Der Ursprung der Verderbnis? Oh, scheiße. Ja, das ist gut möglich. Er trägt dieselbe magische Signatur wie die Tümpel in Waldschatten. Taha, Silberhand hat eben etwas gespürt. Geht es euch gut? Ja, ich glaube, wir haben die Quelle der Verderbnis gefunden. Wir kommen zurück zum Lager. Oh, sehr gut. Wir werden euch erwarten. War das Silberhand? Ja, kommt. Gut. Okay. Dann hol ich mir jetzt den zweiten Stein. Blöd nur, dass ich einen Soldaten verloren habe, wenn nicht rechtzeitig rausgegangen sind. Frische Brise, was? Interessant. Passt. Jetzt werden die uns hoffentlich irgendein Mittelchen geben, dass wir den Nebel überwinden und unsere Aufgabe erfüllen können. Silberhand hat erzählt, dass ihr die Ursache der Verderbnis gefunden habt. Stimmt das? Ich denke schon. Im Süden gibt es eine Gegend, die komplett von einer Art Nebel bedeckt ist. Er tötet jeden, der mit ihm in Berührung kommt. Hm. Und Arlan? Irgendeine Spur? Leider nein. Aber wir haben Soldaten der Reinheit im Dschungel getroffen. Sie schienen nicht zu wissen, was es mit dem Nebel auf sich hat. Silberhand versteht. Nun, im Moment hat die Reinheit des Lichts keine Priorität für uns. Wir werden uns um sie kümmern, wenn wir die Verderbnis beseitigt haben. Dieser Nebel muss beseitigt werden. Was ist mit euch und euren Magiern? Könnt ihr ihn irgendwie bannen? Nein. Nein, Silberhand kann nicht. Aber er glaubt, dass es jemanden gibt, der es kann. Ihr klingt nicht gerade glücklich darüber. Tja, wohl weil dieser jemand ein schwieriger Charakter ist. Und das ist noch freundlich formuliert. Er ist ein Priester Nors. Ein Dunkelelf? Ja, aber Silberhand kann sich außer ihm niemanden vorstellen, der in dieser Situation helfen könnte. Also müsst ihr ihn hierher bringen. Er lebt im alten Kloster. Auf geht's. Dann wollt ihr, dass wir dorthin reisen und diesen Priester davon überzeugen, nach Alt-Halayasch zu kommen? Reit, ja. Sein Name ist Reit. Aber ja, das ist es, worum er euch bitten würde. Silberhand weiß, dass ihr schon weit gereist seid. Aber solange ihr keinen anderen Weg kennt, den Nebel zu beseitigen, ist Reit unsere einzige Hoffnung. Gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Was ist? Den Trupp brauche ich ja jetzt eh nicht. Okay, vielleicht hole ich die Truppen doch dazu. Geht leichter. Das mal an. Einst als eindrucksvolles Monument der Wächter bekannt, ist das alte Kloster während des Sechs Völkerkrieges von einem Orkstamm zerstört worden.
Obwohl die Krone seither immer wieder Pläne verkündet hat, es wieder in alte Pracht zu versetzen, ist es noch heute eine Ruine. Stattdessen hat der Klerus eines jeden Wächtergottes jeweils einen Priester in das Kloster entsandt, um dort die Pilger zu betreuen, die es auf der Suche nach innerem Frieden oder einem Wunder dorthin zieht. Ja, alles klar. Der Karte nach sollte das alte Kloster direkt vor uns liegen. Wir müssen schnellstmöglich diesen Reit finden. Wer weiß, wie schnell sich dieser Nebel in Alt-Halayasch ausbreitet. Allerdings. Neues Schwert. Beidhändig. 37 bis 38. Oh, nice. Und schon haben wir ein neues Spielzeug. So, wie schaut's mit denen aus? Das ist ein 200-Träger. Der kriegt jetzt die Axt. Und weiter im Text. So. Guter Plan. Wie ihr verlangt. Es ist schon. Gebt einfach auf. Na, sieh mal einer an. Ist ja klar, jetzt kann ich wieder eine S-Kurve über die ganze Map eiern. In Ordnung. Okay, da steht einer, der mit uns nichts quatschen will. Alles klar. Erkunden wir die Richtung nochmal. Interessant. Na dann. Da unten gibt's ja Loot. Okay, die Aura ist echt brutal. Nettes Ding. In Ordnung. Ich glaube nicht, dass wir eine Wahl haben. Schon gelohnt. Sehen wir uns in Reits Hütte um. Wieder eine neue Waffe. Einhändig, episch. Chance zu betäuben. Wir haben aber keinen Nahkämpfer mehr, der das braucht. Mhm. Apropos Nahkämpfer und brauchen. Der kann doch. Ah, richtig, ich habe eigentlich wegen Angriffstempo nicht angezogen. Attribute ist die einfach besser. So, Steinchen aktivieren. Und weiter zum nächsten Loot. Hm.
noch ein Reisender. Seid ihr auch wegen Pater Nathanael und seines heiligen Wassers hier? Wenn ja, dann spart euch die Mühe. Er ist ein Scharlatan. Was? Ach, nicht? Dann vergesst es. Gute Reise und Tiaras Segen, Freunde. Wir... Wartet, ihr seht aus, als könntet ihr euch verteidigen. Ihr seid Kämpfer, richtig? Ja, warum? Was ist passiert? In Kurzform. Mein Vater hat sich reinlegen lassen. Er hat Geschichten über einen heiligen Priester Tiaras gehört, der heiliges Wasser aus irgendeiner heiligen Quelle verkauft, das angeblich Wunderheilungen vollbringen kann. Mein Vater hat gehofft, dass das Wasser mich heilen kann, mein Gebrechen. Sohn, so einfach war es nicht. Ich... Wie sich aber herausstellte, war dieser Priester ein Scharlatan. Wir haben mit einem Großteil unserer Ersparnisse für sein Wasser bezahlt und es hat natürlich nichts geholfen. Jetzt sind wir blank. Es sei denn, ihr helft uns. Junge, wir werden diese Leute nicht in irgendetwas hineinziehen. Wir werden nun gehen, Fremder. Hab Dank. Wartet! Erzählt mir mehr. Aber was? Möchtest du lieber ohne eine einzige lausige Münze zu Mutter zurückkehren? Diesen verdammten Bastard ungeschoren davonkommen lassen? Achte auf deine Wortwahl. Wir sind hier nach wie vor auf heiligem Boden. Ja, Vater, ich weiß. Ich bin mal gespannt, ob die Story wirklich wahr ist. Was fehlt, Henry? Oh, er ist gelähmt. Schon seit Geburt. Seither haben meine Frau und ich alles versucht, um ihn zu heilen. Aber es war zwecklos. Was natürlich nicht heißt, dass wir schon aufgegeben haben. Das ist eigentlich das einzig Vernünftige wäre. Ich bin nun mal einfach, wie ich bin. Und kein heiliges Wasser dieser Welt wird das ändern. Komm schon, Henry. Sag das nicht. Der Moment, in dem du aufgibst, ist der, in dem die Schlacht verloren ist. Um Nithilfe zu zitieren. In Ordnung. Ich werde mit diesem Priester sprechen. Wo kann ich ihn finden? Seid ihr euch sicher? Ja, sind sie. Der Kerl ist im Süden und heißt Nathanael. Er ist ein Priester Tiaras, also solltet ihr ihn erkennen. Und hab Dank. Ach, na gut. Aber er tut ihm nicht weh. Er ist ein guter Mann, das spüre ich einfach. Ein guter Mann, der Fake-Wasser verkauft? So gut kann er dann doch nicht sein. Na, schauen wir mal, ob der wirklich so ein Fake ist. Ach, jetzt sind die wieder... Oh Gott. Hat der andere Weg auch gereicht. Egal. Sieh mal einer an. Grüße. Seid ihr Nathanael? Der bin ich. Wie kann ich euch helfen? Ich hatte ein Gespräch mit einem Elfen namens Nilas. Er war mit seinem Sohn hier und hat mir erzählt, dass ihr ihm eine Art Heiltrank verkauft habt, der aber nichts geholfen hat. Jetzt haben sie kaum noch genug Geld, um nach Immerlicht zurückzukehren. Ah ja, richtig. Der Architekt mit dem verkrüppelten Jungen. Tut mir sehr leid zu hören, dass das Wasser nicht geholfen hat. Aber viel kann ich da nicht tun. Und ja, ich habe eine Spende für das Wasser genommen, aber die war komplett freiwillig. Ja, wer es glaubt. Moment. Die Spenden sind freiwillig? Das ergibt keinen Sinn. Warum sollte jemand einfach so seine gesamten Ersparnisse hergeben? Tja, gute Frage. Vermutlich, weil sie sich davon die Gunst der Götter erhoffen. Ich sage jedem Suchenden, der hierher kommt, dass er nur das entrichten soll, was er entbehren kann. Und wenn es nur ein Kupferstück oder ein Gebet ist. Aha. Und wie erklärt ihr euch, dass das heilige Wasser nicht geholfen hat? Tja, die Wege der Wächter sind unergründlich. Deshalb verspreche ich auch nie, dass das Wasser wirken wird. Aber dass es wirkt, ist unbestritten. Ich habe Leprakranke gesehen, die sich ihrer Roben entledigten, um mir ihren geheilten Körper zu zeigen.
Blinde Männer, die zum ersten Mal in ihrem Leben die Farben der Blätter sehen konnten. Wer wäre ich also, denen, die zu mir kommen, diese Chance zu verwehren? Oft ist das Wasser wirkungslos, ja. Aber manchmal bewirkt es auch Wunder. Naja, diese Wunderheilungen könnten auch Zufall sein. Ja, das habe ich auch schon in Betracht gezogen. Aber die Heilungen sind zu spektakulär, um Zufall zu sein. Und wie gesagt, die Wege der Wächter sind unergründlich. Alles, was wir Priester tun können, ist, ihnen zu dienen und der Welt ihre Geschenke zu bringen. Ob sie ein Wunder daraus machen oder nicht, liegt in ihren Händen. Und jetzt? Oh, gut. Ich habe genug gehört. Ja, scheiße. Es ist diesmal gar nicht so eindeutig, wie man erhofft hat. Wenn das, was ihr da erzählt, stimmt, dann trifft euch keine Schuld. Danke für die Aufklärung und verzeiht, dass ich euch beschuldigt habe. Ihr müsst euch für nichts entschuldigen. Nilas hat nur getan, was er für das Beste für seinen Jungen hielt. Und für seine Verzweiflung sollten wir ihn nicht verurteilen. Wartet kurz. Hier, bitte gebt ihm das. Es ist nur ein klein bisschen Gold, aber für die Kutsche nach Immerlicht sollte es reichen. Und noch einmal, es betrübt mich, dass die gesegnete Quelle ihm nicht helfen konnte. Lebt wohl. Lebt wohl. War die richtige Entscheidung. Aber von der Stimme her klang der Priester nicht, als wäre er irgendein Halunke. Schauen wir uns das mal an. Gut, ich habe mit dem Priester gesprochen. Es scheint, als habe er euch das echte heilige Wasser gegeben und es hat einfach nicht geholfen. Manchmal tut es das, manchmal nicht. Ja, genau das habe ich erwartet. Es ist mit dem Gold. Habt ihr es wiederbekommen? Nur einen Teil. Der Priester hat ihn mir tatsächlich freiwillig gegeben. Er hat mir erzählt, dass ihr ihm eure Spende aus freien Stücken gegeben habt, Nilas. Was? Du hast meine Entscheidungen nicht so zu hinterfragen, Junge. Ich habe getan, was ich für richtig gehalten habe. Richtig? Unsere Familie für ein dämliches Fläschchen Wasser in Schulden zu stürzen? Hast du vielleicht gedacht, dass die Aras Interesse, mir einen Besuch abzustatten, mit jener Münze, die du diesem Priester in den Rachen wirfst, steigt? Ich wollte doch nur... Ach, na schön. Vielleicht hast du recht. Es war eine dumme Idee. Aber zumindest haben wir jetzt genug Geld für die Rückreise. Ah. Ihr seid also ein Architekt, richtig? Das bin ich wohl, ja. Warum? Das mag ja ein bisschen komisch klingen, aber ich könnte in meinem Lager jemanden gebrauchen, der sich mit elfischer Architektur auskennt. Es wäre nur für eine gewisse Zeit und wer weiß, vielleicht findet einer meiner Magier dort sogar einen Weg, eurem Sohn zu helfen. Noch mehr heiliges Wasser und Rosenkränze? Nein, Alchemie und Lichtmagie. Das ist ein interessantes Angebot. Diese Armee, von der ihr sprecht... Wofür kämpft ihr? Momentan gegen die Reinheit des Lichts. Verstehe. Tja, eigentlich versuche ich mich aus Politik, soweit es geht, herauszuhalten. Aber nach dieser Spendensache käme mir eine Arbeit eigentlich ganz gelegen. Wo ist euer Land? Dann können wir uns dort über die Details unterhalten. In Iskander. Aber trefft mich einfach an der Grenze des Waldes und wir sprechen dort. In Ordnung. Was für eine Reise. Wirklich. Henry, kommst du? Ja. Ha, cool. Die Story hat gerade eine wirklich gute Wendung genommen.